ist der Kristallkönig. Kristallkönig, was hast du in dieser Schatztruhe? Gut, der Kristallkönig ist heute gar nicht da. Trotzdem müssen wir ganz leise sein, damit er uns nicht hört. Hier das Geheimrezept zum Kristalle züchten. Ich habe hier auch schon alles vorbereitet, was ich dazu brauche. Und nun werden wir das ausprobieren. Ich brauche heißes Wasser. Das schütte ich in ein großes Glas. Dann nehme ich das Salz und schütte es dazu. Noch nicht alles, nur ein bisschen. Und dann rühre ich das Ganze so lange um, bis sich das Salz im Wasser aufgelöst hat. Wenn das passiert ist, gebe ich noch mehr Salz hinzu. Das rühre ich wieder um, bis keine Salzkristalle mehr sichtbar sind. Diesen Vorgang wiederhole ich so lange, bis sich das Salz im Wasser nicht mehr auflösen kann und sich hier unten am Boden absetzt. Wenn es soweit ist, nehme ich einen Stift oder einen Holzstab, einen Wollfaden. Ich binde den Wollfaden um den Stift, das habe ich hier schon vorbereitet. Dann schaut das so aus und lege den Stift so über das Glas, dass der Wollfaden reinhängt. Er wird dann gleich absinken. Dann nehme ich das Glas und stelle es an einen ruhigen Ort. Ihr könnt es selber ausprobieren, ob es ein warmer oder ein kalter Ort sein soll. Und dann lassen wir das stehen.